Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tuning-Treffen in GTA Online. Heute das Thema Redneck. Also so ein bisschen, ja, ich würde sagen Countryside, USA. Und wir haben hier auch schon wieder einige am Start. Wir haben uns dafür versammelt, hier ganz im Norden von Palito Bay. Also hier wirklich am letzten Zipfelchen der Map. Und unglaublich viele sehr, sehr coole Outfits am Start. Ich muss mal schauen. Vielleicht habe ich auch für Anton hier noch die richtige Verkleidung. Naja, ja, nicht so wirklich. Nein, eigentlich auch nicht. Noch weniger. Ja, irgendwie nicht. Nein, nein, auch nicht. Ja, gehen wir als Jason aus GTA 6. Ist immerhin so ein bisschen die Richtung. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Fahrzeug von Tuning Fan. Hier mit einem Chameleon Perl Effekt. Die Karre auf jeden Fall 100%ig korrekt hier. Also wirklich, die Karre ist genau das Motto. Auch so ein bisschen hier im Cowboy-Stil-Style. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ricky, was geht? Sehr, 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 sehr nices, ja, Auftreten. Passend farblich zusammen zwischen der Karre und ihr, naja, so mittelmäßig. Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Ah, okay, eben sah es irgendwie krank aus. Also, ist aber ganz okay. Outfit, ja, kann man machen. Ist geil, dieser Cowboy-Stil mit den Cowboy-Stiefeln und allem. Gefällt mir gut. Aber zusammenpassen, naja, so mittelmäßig. Vom Stil her schon, von Farben her nicht so ganz. Dann haben wir hier den allerechten Pouts mit einem Bounty. Die Karre von Trevor. Wichtig mit diesem Horn vorne. Das ist natürlich ein wichtiges Detail, das darf nicht fehlen. Sehr geile Karre, sehr Stock gehalten, muss man sagen. Die Felgen finde ich ein bisschen modernisiert, was mir gut gefällt. Auch ein besonderes Nummernschild, Custom-Nummernschild. Jo, passt. Naja, gut, zum Outfit jetzt nicht wirklich, aber ist halt so. Muss man auch Zeit für haben erstmal. Noch ein Baudi. Also irgendwie der Baudi, der scheint hier echt eine beliebte Sache zu sein. Icelux hat hier ein bisschen modernen Cowboy aufgesetzt. Nicht so ganz vielleicht. Aber auch die getunte Variante hier, eine Modded-Variante in komplett weiß. Passt immerhin zum Outfit, ja. Ist eine, wie ich würde sagen, eine moderne Interpretation. Ich würde sagen, es ist eine moderne Interpretation von dem Baudi. So würde ich das doch mal beschreiben an dieser Stelle, oder? Eine moderne Interpretation. Da Million Voices. Ui, wildes Outfit hier mit seinem Onesie, Blaumann, wie auch immer. Und seinem Cowboy-Hut, diese riesige Brille und dazu so eine Karre hier. Guck mal, hier sogar extra mit so einer Decke noch draufgelegt. Das hat meine Oma auch. Meine Mutter macht das auch. Die kauft sich irgendwie einen Couch und legt dann erstmal überall Decken aus, sodass du von der Couch möglichst nichts mehr siehst. Da hab ich gesagt, nee, da kannst du ja auch eine absolut hässliche Couch kaufen, weißt du, da siehst du ja eh nichts davon. Die soll auch in 10 Jahren noch schön aussehen. Dann sage ich, ja, ja, schön, da hast du sie die ersten 10 Jahre nicht gesehen. Klasse. So, nee, aber passende Karre auf jeden Fall, sehr schön. Und dann haben wir hier Buick. Mit so ein bisschen mehr, ja, Karre, mehr so ein normales Auto einfach mal und kein Pickup, gefällt mir gut. Auch das Outfit sehr, sehr nice. Gut, dass wir auf dich gewartet haben. Auch hier Latzhose mäßig mit alles so ein bisschen graubraun gehalten und dazu die Karre. Gefällt mir wirklich gut. Schöner Greenwood in braun. Hätte ich nicht gedacht, dass man den auch so tunen kann, ja? Doch, hat was. Hat definitiv was. Gefällt mir. Noch ein Baudi, ach, das ist ja meiner. Ja, auch braun. Irgendwie braun, die Farbe der Farben. Heute irgendwie. Dann haben wir Justin Gaming. Justin mit dem Club unterwegs. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so das Motto ist. Erst recht mit dem Golfer-Outfit. Weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir Sami. Doch, das ist so der Verrückte. Der Verrückte in der Highschool auf dem Land. Warum auch immer. Man fragt sich, warum hat der so ein Auto? Keiner weiß es. Keiner traut sich zu fragen. Aber wilde Karre. Weevil Custom übrigens ist eines der schnellsten Autos ohne HSW. In Drag Race ist eigentlich unbesiegbar. Außer ihr habt HSW. Also auf PS4. Eigentlich eines der besten Autos, was Beschleunigung angeht. Das ist nur so als kleinen, ja, Tipp-Trick am Rande. Sehr wilde Karre. Und aus Outfit passt da sehr, sehr gut dazu. Gefällt mir. Sehr schön. Dann haben wir Janina. Oh, den hatten wir doppelt. Den gab es wohl mal bei irgendwo zu verkaufen. Auch mit dem weißen Outfit. Sehr gut. Oh, wie du gerade mit deinem Kopf mitgegangen bist. Das sah fancy aus. Auch komplett weißer Baudi. Und ja, nee, passt. Passt. Haben wir eben halt schon, die so ein bisschen anders getunt. Er hatte oben Hörner und hier ist vorne keins. Ja, okay. Bisschen anders. Dann ist Stretch Limo. Das ist der normale Patriot. Okay. Von Mobs. Mobs, ja. Wildes Outfit irgendwie. Ah, ich weiß nicht, ich verbinde irgendwie mit dem Patriot mehr so ein Hausfrauenpanzer. Weißt du, was ich meine? Der so in der Innenstadt, also so L.A. Nein, nicht wirklich L.A. Ich weiß nicht, was ich damit verbinde. Aber ja, ist auf jeden Fall passendes Motto. Finde ich eigentlich ganz cool. Wir haben Banana, der hier mit einer G-Klasse kommt. Wahrscheinlich G-Klasse ein bisschen zu modern, ein bisschen zu gut, um ehrlich zu sein, fürs Motto. Weil, das würde ich einfach eher so als moderner Geländewagen sehen und weniger als Redneck. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schönes Auto und auch farblich und auch dann outfit-technisch sehr, sehr gut darauf abgestimmt. Also kann man nicht anders sagen.
Gefällt mir echt gut. Dann haben wir Gunner mit einem nicen Pickup. Sehr schön. Hat auf jeden Fall was. Bisschen modern, vielleicht ist auch eher dann so Lawrider, Straßentune-Szene. Weiß nicht, ob man sowas auf dem Land auch trifft oder eher dann in der Großstadt, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, die Karre. Eber, was haben wir hier? Oh, den Tornado. Tornado habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja, du hast völlig recht. Mit F1-Reifen sogar noch drauf, modded Nummernschild. Tornado Hot Rod oder so heißt der doch auch, oder? Das ist so eine Sondervariante. Red Rod, okay. Absolut passende Karre auf jeden Fall, definitiv. Sehr geil. Und das Outfit dazu. Yeehaw! Dann haben wir einmal hier einen Mechaniker mit einem wunderschönen roten Slamban. Ich finde, der sieht so schön aus, gell? Die Karre ist aber geil, auch mit den goldenen Felgen. Ich finde, da fällt es auch gar nicht so auf, dass es F1-Reifen sind. Fällt dir einfach relativ wenig auf. Soraya, sehr geile Karre. Komplett rot gehalten. Schee. Einfach schee. Kann man nicht so anders sagen. Oh, Julex, du mein Schild. Kuss. Dann haben wir das Katzentier, auch Baudi. Ich sag ja, Baudi hier wirklich absolut beliebt. Kann man nicht anders sagen. Vorne mit so einem Hörnchen. Oben auch noch. Hier ist doppeltes Paket. Vorhin hatten wir nur vorne, dann hatten wir nur oben und jetzt haben wir beides. Nur ein sehr nices Nummernschild. Bestes Nummernschild auf diesem Planeten, würde ich behaupten. Yippie. Ja, Baudi, was soll man da groß zu sagen? Geile Karre, auch Outfit passt einfach 100%ig zu dieser, naja, wie soll ich sagen, zu diesem Stil. Dann haben wir als nächstes Jules. Hey, du bist doch heute erst neu dazugekommen, oder? Und schon in die Lobby geschafft. Sehr geil. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, wie eben schon gesagt, G-Klasse ist, würde ich eher sagen, so möchte gern Bonsig aus der Großstadt, ne? Ja, geiles Auto, aber als Motto jetzt nicht so ganz, würde ich behaupten. Bronski schon eher. Mit so einem maßlos übertriebenen Truck. Maßlos übertrieben. Guck mal, wie hoch die Karre ist alleine. Northampton-Reifen, also sogar ein bisschen besondere Arbeit sozusagen reingesteckt. Hätte es auch ein modded Nummernschild noch mitnehmen können. Nee, aber sehr, sehr geil auf jeden Fall. Gefällt mir. Wölfchen. Oh, der Sheriff höchstpersönlich. Die packen wir aber lieber nett ein. Oh Gott, jetzt trinkt er auch noch. Eine Waffe, so ein Auto und dann auch noch trinken. Oh je, ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Wilde Karre, irgendwas Besonderes an der Karre? Nö, hast einfach so gekauft. Ja, sogar noch Stocknummernschild. Da wird mal keine Arbeit rein investiert, aber cooles Outfit. The Real American, ja, hat so ein bisschen was davon. So, dann haben wir hier Ramsey, auch geiles Outfit, Bro. So richtig Jeans-mäßig, hat auch so Amerika, Revolver. Gefällt mir sehr gut, auch die Karre dazu läuft. Ob der Typ jetzt wirklich aus so einer Karre aussteigen würde, weiß ich nicht, kann man diskutieren. Aber definitiv. Sehr nice Karre, sehr nices Outfit, gefällt mir. Auch die Karre hier. Einfach F1-Reifen auf so einem Buggy. Was geht denn da ab? Luca, hallo. Was geht denn hier ab? Sehr geil. Outfit, kann man drüber streiten, aber die Karre passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir Simon. Sehr schön. Mit einem passenden Outfit und der Karre. Da ist auf jeden Fall Hinterwäldler, also wirklich so 100%ig. Kein Custom-Nummernschild, aber dafür modded. Andersrum, kein modded, aber dafür Custom. Gefällt mir. Kann man nicht ändern. Wie kann man nicht ändern? Als ob. Das ist natürlich doof. Sehr wilde Karre und vor allem im Totenkopf auch auf dem Kopf da. Und hier vorne auf der Motorhaube, das passt. So, dann haben wir wen? Es ist der Otto. Otto. Wieder mit einem Weevil Custom. Beliebte Karre, ich sehe schon. F1-Reifen. Dulli 69, bestes Nummernschild. F1-Reifen, alles chrom, lila. Gefällt mir, geile Karre. Obwohl das mit dem Chrom, weiß ich nicht. Kann man wieder diskutieren, ob das eine Hinterwälder oder dann einfach wirklich Tuning wieder ist. Aber gefällt mir. Joel, hallöchen, Joel. Was geht? Joel, mein Bester, hat hier nämlich eine sehr nice Karre. Auch Julex Nummernschild, sogar modded. Du hast ein modded Nummernschild auf so einer Karre, wild. Sieht lustig aus irgendwie, das Auto. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn? Weil ich mir wahrscheinlich nie angeguckt habe. Boah, ich wollte es gerade sagen. Boah, ist der boah hässlich. Mein Spaß, aber diesen Auspuff vorne sieht irgendwie witzig aus. Hat was. Und hier sein Outfit. Bro, ich habe Angst. Vor allem mit dieses extrem gruselige Outfit und dazu dann einfach so diesen pinken Baseballschläger. Das hat auf jeden Fall was. Oh, geile Karre. JP Performance, Junge. Du machst deinem Namen alle Ehre. So ein Bennys, verrosteter Bennys Truck gefällt mir richtig, richtig gut. Nur irgendwie oben, es ist so verrostet und dann hast du hier drin, sieht es wieder so modern aus und die Felgen sehen auch wieder so modern aus. Vielleicht findet man da noch irgendwas, was so ein bisschen mehr auch aber ihr wisst, was ich meine. Zappi, Dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen. Sehr, sehr nice. Gefällt mir richtig, richtig gut. Geile Karre. So, und damit sind wir alle durch, oder? Gibt es irgendein Auto, wo ihr sagt, wow, das habe ich gesehen, das fand ich jetzt super mäßig cool? Habt ihr irgendeins gesehen, was ihr so richtig nice findet? Dann schreibt es gerne mal in den Chat. Ansonsten, alle, die in der Lobby sind, schaut euch gerne mal um. Schaut euch mal um, ob ihr vielleicht das ein oder andere Auto gefunden habt, wo ihr sagt, wow, das ist richtig cool. Gibt es hier irgendeins, wo ihr sagt, wow, das riecht nice? Wie immer, ihr kennt das Spiel. Stellt euch auf das Auto drauf, was ihr gut findet. Wichtig,
nicht euer eigenes, ja? Ganz, ganz wichtig. Stellt euch auf das Auto drauf, was ihr am besten findet, aber nicht euer eigenes. Das ist wirklich enorm wichtig, weil selber für sich voten macht man einfach nicht. Das macht man einfach nicht. Der zählt noch nicht mit. Dem Ding jetzt gleich. Oh, knack, knack. Ups. Aha. Oh, ich warte noch ein paar Sekunden. Warten wir noch 14 Sekunden. Und dann schauen wir mal. Sehr schön. Gut. Also, hier vorne auf Baudi haben wir 3. Hier haben wir auch nochmal 3. Hier haben wir 1 jeweils. Überall 1, 1, 1. Oh, hier haben... Oh, jetzt wird's interessant. Hier wird's knapp. Okay, das, also haben wir auf jeden Fall hier einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Dann aber ganz knapp. Guck mal hier, die wollen euch schon abknallen. So geht man nämlich hier im Hinterwald mit einander um. Dann haben wir hier unsere Nummer 1. Wem war die Karre? Wem ist die Karre? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Karre. Batman, was geht? Sehr, 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 sehr geile Karre. Sehr, 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 sehr nice Karre. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. GTA Online-Content, herzlich willkommen. Sehr schön. Wem ist die? Ah, Soraya. Herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Ich würde sagen, du bist unsere Nummer 1. Ich würde sagen, du hast wirklich das schönste Auto. Fahr doch mal gerade hier 2 Meter vor. Da kann ich noch eine Rockstar-Dito-Aufnahme machen von dir. Fahr mal noch so 2 Meter hier vor. Bitte. Gunnar, geh mal runter von ihm. Und dann mache ich noch schnell eine Rockstar-Dito-Aufnahme. Jawohl. Guck mal hier. Oi. Ah, ich glaube, er will noch Licht machen und Animationen und so. Und dann hast du unser heutiges Tuning-Treffen gewonnen. Wir gehen jetzt einfach noch schnell ins Car-Meet, verteilen die Crew-Karre und entsprechend noch die Autos jetzt aus dem Car-Meet, falls ihr da das ein oder andere Fahrzeug käuflich erwerben möchtet von jemand anderem. Ihr könnt gerne schon vorfahren. Ich mache mit Soraya hier noch kurz Fotoshooting. Und dann geht es sofort los. Wenn jemand im Car-Meet ist, kann er gerne einladen. Guck mal hier ist richtig Abfahrt. So, Soraya, ich brauche eine Animation, mein Bester. Schnell, bevor es dunkel wird. Am besten guckst du aber so ein bisschen mehr hier rüber. Zu mir tendenziell. Wegen Licht. So, jetzt. Ja, nochmal. Nochmal. Gut. Sehr schön. Dann haben wir auch ein Thumbnail. Geil. Dann, let's go. Ich würde sagen, wir fahren einmal Richtung Car-Meet. Junge, hier sieht so krass aus, wie alle von hier starten, ne? Und gehen wir mal in Richtung Car-Meet. Und wenn jemand schon da ist und ein eigenes gestartet hat, kann er auch gerne einladen. Dann können wir uns teleportieren. Geht's ein bisschen flotter. Wie kann ich mitspielen? Also, was ist der Crew-Name? Ausrufzeichen Crew einfach in den Chat. Dann weiß Bescheid. So, Wölfchen hat eingeladen. Dementsprechend alle mal zu Wölfchen rein, bitte. Und dann könnt ihr schön das Auto, nochmal die Autos abshoppen, die ihr... Oh Gott, sorry. Oh, gerade gesehen habt und vielleicht besonders cool fandet. Das ist doch mal ein Ansatz. Nikolai, Hallöchen. Hallöchen. So. Sehr schön. Dürfte ich ein Paragon S abkaufen? Können wir gleich noch hinkriegen, ja. Wo findet man das Tutorial für RP? Ausrufezeichen RP in Chat und dann unter Mitspielen, glaube ich. Oder? Xom. Warte, Ausrufezeichen RP. Draufklicke. Mitspielen. Genau, und dann ganz unten. Herzlich willkommen bei... Genau. So, sehr schön. Dann haben wir hier einmal das Car-Meet. Und wir haben auch, dank Sammy, vielen herzlichen Dank an der Stelle, hier noch das neue Crew-Fahrzeug. Aber warte mal, kauft es mal hier nicht ab. Ich kaufe es ab, tune das noch so, wie wir es haben brauchen. Wie wir es brauchen und dann könnt ihr es von mir abkaufen. Agentur, let's go. Dann kauft ihn gerade von mir gleich ab. Kann ich wann anders das Crew-Auto abkaufen? Na, selbstverständlich. Habt ihr eine Crew-Sitzung? Ja. Noch 2 Plätze. Das Ausrufezeichen RP und so, das ganze Bot-Zeug, Ricky, funktioniert leider auf YouTube nicht. Das geht leider nur auf Twitch. Geht auch noch nicht auf TikTok leider. Ist ein bisschen nervig, aber was willst du machen? Da kann ich dir nichts machen. So. Warten wir kurz, bis Auto geliefert ist. Dann tune ich das noch ein bisschen um. Und dann geht es los. Hat er jetzt Reifenqualm? Ja, ne? Der ist jetzt komplett fertig im Prinzip. Richtig? Agentur. Ja, perfekt. Sehr schön. Dankeschön, Edgar, auch an dich. Vielen, vielen Dank. So, wartet mal. Wartet. Nicht kaufen. Könnt ihr derzeit auch gerne die Autos abkaufen von den anderen Leuten. Umbauen. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier nicht noch die ein oder andere Sache ändern wollen. Nö, das passt, würde ich sagen. Panzerung wichtig, Bremsen wichtig. Frontstoßstange. Ich werde diese extra Lichter ein bisschen hässlich, um ehrlich zu sein. Das passt. Motor maximal, Auspuff. Ich finde diese 6 eigentlich echt hässlich. Ich finde eigentlich sowas geiler hier mit 2 jeweils fetten. Ist überhaupt kein Unterschied. Okay, Kühlergrill. Nee, das wird ja nicht besser. Nee, das lassen wir mal so schön. So, ich finde hier die Lufteinlässe werden dann irgendwann übertrieben. Hier die Luftdinger, diese einzelnen, können wir auch weglassen. Machen wir lieber das hier. Hupe. Eigentlich schon Clownshupe, oder? Ja, eigentlich schon Clownshupe. Lichter, Xenon, Unterboden. Weiß, oder? Ja, für den Himmel. Designs. Ja, machen wir mal gleich noch. Spiegel. Wird schwarz machen. Julex noch drauf. Lackierung lassen wir so. Natürlich noch. Wichtig. Crew-Karre immerhin.
Dachzubehör. Immer so Seitenverkleidung. Das meiste können wir eigentlich lassen. Das ist eigentlich gut getunt, die Karre. Spoiler Alert. Federung, Getriebe, Turbo. Reifen lassen wir auch so. Und dann, ja, passt es so, oder? Würde ich sagen. Chat, das ist unsere neue Crew-Karre. Chris, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wann startet der Server? Jetzt gleich um 6. Christian, was geht? Ich hoffe, das klappt alles so. Wird jetzt schon ein guter Stresstest noch. So, jetzt könnt ihr ihn abkaufen, Freunde. Hier ist unsere Crew-Karre, unsere neue. Könnt ihr jetzt sehr gerne abkaufen. Unsere Kiflom-Crew-Karre. Man muss dazu nur noch, muss ich noch ein Video machen, brauchen wir hier natürlich dann noch die Crew-Outfits. So. Was ihr braucht dafür ist eigentlich, ist relativ simpel, das Alien-Outfit, was über die Filmrequisiten geht. Die Epsilon-Robe, die bekommt man über den Nachtclub, einfach da auf dem Klo, diesem Putz-Heini, also ganz viel Geld geben. Und bis ihr das Outfit bekommt, das sind so, ich glaube 500 oder 600 oder so. Und ja, und dann einfach die beiden merchen. Ganz easy. Christian, was geht? Und dann habt ihr das Outfit. So wie ich. Nice. Hat jemand den Dorado aus der Lobby mit Bennys Felgen? Weiß ich nicht. Freunde, kauft ihr, können wir einen, der den abgekauft hat, den auch bestellen, weil ich sollte ja noch mal einen Paragon S holen. So, ich würde den nämlich jetzt einlagern. Bestellt ihr mal bitte jemand, der den auch abgekauft hat. Und dann könnt ihr den noch ein bisschen weiter verteilen. Aber ich finde, das ist eine geile Karre. Vor allem jetzt mit dem Nummernschild und so, ist es cool. Und Kautionsbüro, Paragon S. Kannst du noch mal ein paar Millionchen da lassen. Ja, da ist er. Mein Paragon S ist da. Wer den auch immer gerade noch haben wollte, bitteschön. Schön. Rein da. Christian, was geht? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab da. Sehr fein. Dann haben den jetzt auch wieder ein paar Leute verteilt bekommen. Und dann könnt ihr den ja noch bei euch irgendwie jetzt hin und her traden. Gut.